Hallo Seitenforums Mitglieder. Es gab jetzt ein bisschen eine längere Pause aufgrund diverser Materialveränderungen, Entscheidungen im Punkto Schläger. Und irgendwie war ich auch ein bisschen, sag ich mal, tennismüde im Moment. Habe ich ein bisschen an der Kondition gearbeitet und weniger am Spielen. Nichtsdestotrotz, ein weiterer Seitentest, der nun zu Ende ist. 6 Stunden war diese Seite drinnen. In einem neuen Schläger, einen neuen alten Schläger, nämlich im Head Prestige Liquid Metal. 600er Schlagfläche, was ganz Präzises, was Kleines. Wobei ich da eigentlich gar nicht so gravierende Schwierigkeiten hatte. Also es ging ganz gut auch mit einem 18 zu 20er Seitenbett, wo ich normal wirklich Probleme habe. Ist das wirklich bei mir mit diesem Schläger und dieser Seite, zu der ich gleich komme, wirklich gut gegangen. 330 Gramm schwer dieses Gerät, er ist nicht länger. Diesen Schläger länger zu machen, das wäre fatal. Gehen wir mal zur Seite ein. Die Seite ist eine Seite von Vöckl, nämlich die Cyclone in 1,25. Wer diese Seite kennt, gut, der kann sich jetzt seine eigene Meinung bilden, wie er damit zurechtgekommen ist. Ich persönlich habe die Seite wirklich gut empfunden. Schwarze Seiten scheinen ja jetzt in Mode zu kommen. Sogar Luxilon, habe ich jetzt gesehen, hat einen in Schwarz rausgebracht. Babolat hat schon seit längerem jetzt die RPM Blast. Und die ganzen, sag ich mal, Billigseiten aus Deutschland oder Asien, die haben sogar schon seit längerem, also die haben eigentlich schon seit eh und je schwarze Seiten im Programm. Jetzt auch Vöckl, Cyclone, ist eine, wie gesagt, eckige Seite, hat eine wahnsinnig gute Spin-Annahme. Wie gesagt, Durchmesser ist 1,25. Wenn ich die Seite jetzt ein bisschen mit der Hex oder mit der Prospro Blackout vergleiche, würde ich sagen, das ist ein bisschen so ein Mittelding. Sie ist nicht ganz so hart, mir ist sie nicht ganz so hart vorgekommen wie die Blackout. Ein bisschen weicher als die Blackout, knackiger als die Blackout, etwas dynamischer als die Blackout. Allerdings muss ich sagen, nach 6 Stunden hat sie mich nach wie vor in Sachen Stabilität beeindruckt. Da ist eine Hex weitaus, sagen wir mal, in der Elastizität größer geworden, zurückgegangen. Also die Hex hätte ich hier schon längst rausgeschnitten. Die Vöckl Cyclone, muss ich sagen, ist sehr stabil geblieben. Wie gesagt, Spin sehr gut. Die Grundschläge habe ich auch als sehr stabil empfunden. Vorhand und Rückhand gingen wirklich gut. Das Leis kam etwas, sage ich mal, trockener rüber. Muss ich sagen, da hatte ich mit der Hex früher wesentlich einen, sag ich mal, mehr Touch. Es ist nicht so unbedingt die Touch-Seite. Service musste man viel Kraft an den Tag legen. Da muss man schon draufhauen. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt eine Seite für, sage ich mal, Senioren oder Leute, die mit dem Arm schon Probleme haben. Es ist schon eine Seite, mit der man Druck macht und vor allem Eigenkraft. Wenn man Eigenkraft aufbringt, ist die Seite super. Power Level auch ganz zufriedenstellend mit Eigenkraft, kann ich mich nicht beschweren. Und das, ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich auch ganz okay. Ich hab für diese Seite 5,99 € bezahlt, also knapp so 6 Euro. Würde mir die Seite wirklich noch einmal in einen anderen Schläger geben. Und ich bin erst wirklich sehr angetan von dieser Seite. Hat mich jetzt auch ein bisschen an die, sage ich mal, wenn ich die Seite, die ich auch vor kurzem noch gespielt habe, die Signum Pro Tornado vergleiche, so ist die Tornado schon härter. Also die Tornado ist steifer. Ich habe hier ein Gewicht drin von 23-22, das ist bei diesem Schläger das absolute Limit. Man sollte hier auf keinen Fall härter bespannen, in dieser kleinen Schlagfläche. Bei einem 6,45er oder 6,60er Schläger würde ich mit 2, vielleicht 3 Kilo raufgehen. Das wäre das Limit, 25 Kilo, 4, vielleicht 26, aber mehr würde ich nicht bespannen. Ich weiß nicht, was ihr zu dieser Seite sagt, die Vöckl Cyclone, eigentlich
hat Völkli sich nicht wirklich so durchsetzen können am Seitenmarkt bis jetzt. Ist eine, eher eine Insider-Seite. In der Bewertungskala werdet ihr sehen, wie die Seite abgeschnitten hat. Mir, wie gesagt, hat sie gut gefallen, sogar eine Spur besser als die Pros Pro Blackout. Mit der Tornado möchte ich sie jetzt nicht so direkt vergleichen, da die Tornado in einem ganz anderen Schläger drinnen war. Die Seite ist sicherlich angenehmer zu spielen als die Tornado. Ja, wie gesagt, die Grundschläge und alles Volley kam natürlich dank dieses engen Seitenbettes und des steifen Rahmens sehr, sehr kontrolliert rüber. Seiten verrutschen fällt so gut wie nicht aus, also da braucht ihr keine Angst haben, Seiten verrutschen jetzt fast gar nicht. Ja, also ich kann, wie gesagt, würde sogar noch 2 Stunden dranhängen oder so, vielleicht sogar noch 4 Stunden. Schneide sie aber jetzt raus, die Seite, denn ich habe hier eine neue Seite von Luxilon bekommen, das ist aber nicht die Savage. Das wird eine andere Seite sein, die dann im Test reinkommt. Kann es euch nur empfehlen, probiert die Völkli Cyclone 125 aus. Die gab es ich habe sie bestellt bei Tennis Point. Ja, für knapp 6 Euro. Ja, das war es wieder von hier. Kurzer Bericht, kurzer Seitentest zu der Völkli-Seite und bis zum nächsten Mal wieder mit dem nächsten Seitentest.